Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Raft im Multiplayer. So, mit Hannah. Hallo. Und Pascal. Hallo. Hatten wir jetzt hier unten schon alles fertig? Wir sind immer noch auf der, wie heißt es? Tangaroa. Ich glaube, Tangaroa ist schon das nächste? Doch, Tangaroa. Tangaroa, ja. Tangaroa. Ah ja, hier. Wir kommen zumindest nicht hoch. Storage Area und Generator. Ach, Generator, das hatten wir, genau. Plantation, genau. Da kommen wir noch nicht hin, weil da die Leiter fehlt. Also gehen wir zur Service, genau. Oder? Oder war noch irgendwo eine andere Abzweigung, die ich nicht gesehen habe? Nö. Es führt, glaube ich, alles so ziemlich im Kreis. Ja. Ja, hier ist halt noch eine Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist. So, können wir dorthin irgendwie? Nee, hier sind überall Gitter. So, was ist hier? Da habe ich, glaube ich, das Item gesehen. Genau. Hier ist nochmal ein Rattenvieh. Entschuldigung, Steak. Na komm. Komm her, mein Steak. Danke. So, also, genau. Und Cafeteria, das haben wir schon durch. Doch hier durch Container durch. Jo. Dann gehen wir zur Oberfläche. Ja, Hannah, nie vorne wegrennen, hier. Hero, ey. Weiß nicht, was du hast. Ah, meine Lampe ist schon kaputt. Mein Essen geht aus. Ich hab gesagt, ihr braucht lange. Wasserrohr. Okay. The engines are done. People upstairs are already upset about the extreme rationing. Now we're at the mercy of the waves. And those rafts on the horizon are coming closer by the hour. I'm sealing up the reactor now. I don't care what Captain Tully says. I really could have used you here, Hannah. Ja, ich habe auch eine langsame Rationierung bei mir. Im Essen. Willst du was oder was? Ja, alternativ könnte ich auch verhungern. Da. Ein Kokosnusshähnchen. So eine Off-Putsch-Mahlzeit. Aha. Ich hatte irgendwann mal Langeweile und hatte ein bisschen zu viel Ressourcen, deshalb habe ich da alle gekocht. Surface Access. Ah. Cool. Jetzt dürfen wir gleich schwimmen oder tauchen. Oder die Leiter hoch. Komm, das war's jetzt. Ja, ich komm nicht hoch. Aber die Tür hier ist offen. Leute. Ja, wir können auch einfach nach oben schwimmen, oder? Später bestimmt. Ja, dazu müssen wir warten, bis das Wasser voll ist hier. Jo. Und der Zunzeit nicht ertrinken, bestenfalls. Ja, Pascal kommt aus dem Wasser raus. Kann man dort jetzt weiter? Was ist das für eine kaputte Leiter hier? Ich komme nicht weiter hoch. Ja, nee, hier ist auch einfach nur ein Rohrbruch und sonst nichts. Cool. Müssen weiter tauchen anscheinend, Tess. Die Tür ist ja aufgegangen hier. Genau. Immerhin etwas. Und hier sind so gelegentlich Wasserblasen hier oben. Zum Glück gibt es hier Luftstellen. Ah, lol, okay. Die sind mir nicht mehr aufgefallen. Na, hier waren wir schon. Nee, die Tür habe ich aufgemacht. Aber hier kommen wir ja von her. Ja. Aber vielleicht sind andere Sachen aufgegangen. Ja. Durch das Wasser. General. Vor allen Dingen die Rohre. Cafeteria. Rohre. Was meinst du mit Rohre sind aufgegangen? Nee, nicht die Rohre, sondern die Gitter. Ah, okay. Na, hier geht's zurück. Ich wollte gucken, ob wir einfach die Tür aufmachen können, dann fließt das Wasser ab. So,
So, dann gehen wir von hier aus mal durch. Wo seid ihr jetzt? Wir sind wieder zurück zur Cafeteria. Wo war die nochmal? Den Folge einzigen, den Schildern. Den einzigen Gang laufen, den es gibt. Pascal. War die unten oder oben? Oben geht's zum Floß. Unten. Über unten. Wir müssen Storage Area zu Plantation. Mit dem Wasser kommen wir hin. True. Also auf mich. Okay. Ich hab mich verloren. Ich bin in der Cafeteria. Storage Area. Okay, dann Richtung Storage Area. Da sehen die Gänge alle so gleich aus. Ach Gott. Hast du zufällig so einen tragbaren Grill? So einen Grillrucksack? So, jetzt bin ich hier oben, auch in Richtung Plantation, nee, die Leiter meint, oder wie? Ja. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Ah, Tatsache. Glückwunsch. Wow, keine Ratte. Okay, man soll es nicht beschreien. They're screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't saying much. Tangaroa's a lost cause. We're getting out of here. Hm, das klingt ja nicht so gut. Türe auf. Hier geht's. Na, warte mal, zu Plantation? Wollen wir erstmal zu Plantation vielleicht? Ja, okay. Okay. Was ist dunkel hier, ey. Mhm. Oh, Zitteral. Du meine Güte. Och nö. Jump and run. Ich kenn Twitter, aber hier ist einfach nur allgemein High Wall Switch, keep out. Erdbeeren! Erdbeeren? Oho. Drei Klebeband, dann können wir es fixen. Ein Klebeband schon mal gefunden. Au. Au. Doch, ich so eine Palme, die kann ich fällen. Banane. Ich hab auch Bananensamen. We'll be starving by the end of the year, if not sooner. Baust du den noch ab? Meine Axt ist in dem Moment kaputt gegangen, wo ich draufgehauen hab. Ja, was? Ich hab die anderen beiden Klebeband gefunden. Ah, cool. Also noch nicht eingesammelt, aber gefunden. Sind beide eingesammelt. So. Die können wir jetzt kleben. Hat nichts gebracht. Hat nur die Tür aufgemacht. Ah, toll. So, ist ja noch irgendwas anderes drin? Nee, ne? Offen, ne? Nee, der Stromkreis davon. Von der Tür. Okay. Hier ist noch, sind noch ein paar Bananen. Soll ich die abbauen oder wie? Ja, einer von euch. Meine Axt ist nämlich kaputt. Ich hab sogar noch eine Axt mit, aber. Meine ist sowieso auch gleich kaputt. Meine ist gleich kaputt, aber ich habe auch noch eine mit. Wir brauchen nochmal drei Klebeband. Ich denke, das ist eher die Quelle davon. Things have gone quiet. Security team still going patrols in their ridiculous golf carts, trying to keep some semblance of order. I heard the rafters let loose some type of rat. Oh. And they strap tasers on all the butler bots. It's like some kind of dumb guerrilla war upstairs. We're fixing up a boat, but there's no engine. A raft kid thinks we could take one of the golf cart engines. It's not a bad idea. Captain Tully and the investors are still up in the tower. I say leave them there to rot.
Loading Bay Elevators. Wo geht's hier nochmal hin? Surface Access. Ah, hier ist trocken. Au. Oh. Treppen hoch. Wir sind im Hauptraum. Außen. Oh mein Gott. Menschliche Zivilisation. Nette Stadt. His name is Detto. If someone his age was able to reconstruct an engine like that, I'll never know. But now we've got the boat working. We'll be gathering up a few more survivors before we head off. The rafter. Du kannst die Bäume alle fällen, denn wir können das. Echt? Ich stelle mir jetzt auch nochmal eine Axt her. Holz im Übermaß. Are aggressive. I say like a chew Tangaroa into pieces. I'm coming for you, Hana. Remember the place we heard about? The sanctuary? We'll meet there. I know it. See you there. So Utopia. We're going to the sanctuary as well. Utopia. Autos. Können wir mit denen fahren? Nee. Hier sind Handelsmaschinen, also Vending Machines. Ah. Für was können wir da was kaufen? Wir Autos hatten, ein Radio und ein Klavier können wir uns kaufen. Obwohl das Zeug hier definitiv nicht so groß ist. Hier ist eine verschlossene Tür. Yo, ist einfach eine bessere Handelsstation. Wir können richtig viel coolen Stuff hier kaufen an den Automaten. Ne? Wie so Snackautomaten, nur cooler. Mhm. Also erstmal all dein Grünzeug, was ist, kaputt machen. Überleg mal, diese ganze Insel ist gesäumt von einer Allee von diesen Bäumen. Die kriegen wir doch niemals alle weg. What the fuck? Das ist eine Challenge, Tobi. Ja. Was denn? Hast du einen Butlerbot gefunden? Mit Taser? Ich hab auch einen Roboter mit Taser gefunden. Gibt's Roboter mit Taser? Hat er vorhin vorgelesen. Die haben die Butler-Roboter mit Tasern ausgestattet. Okay. Ich habe eine Tür gefunden, die eine Schlüsselkarte gebraucht hat. Die Schlüsselkarte habe ich von diesem Roboter gefunden. Sagen wir, bevor wir weiter fällen, sollten wir uns die Story erstmal ansehen. Excuse moi, Roboter? Ja, das machen alle außer dir. Ja, ich glaube. Ich habe so eine Schlüsselkarte also gerade aufgenommen von dem Roboter. Ja, ich auch. Du kommst in die Häuser rein. Brauchst du immer eine, um die Häuser zu öffnen? Okay, los. Ja, du musst. Fahrstuhl. Auch schön, wie viele Etagen es gibt, die 0 und die 8. Aber auch gute Musik hier. Ich habe auch noch eine Schlüsselkarte. Können wir einfach hier bleiben? Wir nehmen das Ding wieder intakt, bauen den Motor wieder dran und. Aber, weißt du, wir wollen noch zu diesem Sanctuary. Eine Marmorbadewanne, oha. Ich finde das lustig, so alle Leute. Als wenn es bei uns so passiert, so alle Leute gehen zum Himalaya-Gebirge und dort oben zum Boden. Damit sie ja nicht überflutet werden. Wo ist denn so ein scheiß Rattenvieh hinterhergelaufen? Ich bin auf dem Dach. Pascal, falls du dich wunderst, wo ich bin. Ich habe nicht meine Ahnung, welche Gebäude ihr seid. Wir brauchen Verkaufsautomatenmünzen dafür. Um das Zeug da zu kaufen. Wir sind, das Gebäude links. Wenn du aus dem Ausgang da reinkommst, von der Gründerstatue, das Gebäude links davon, da sind wir. Okay. Bei der Gründerstatue. Hier gibt es Seilrutschen. Wo wir beide gerade sind. Das Ding auf jeden Fall. Ja, richtig, Pascal. Wir brauchen einen Seilrutschenhaken da nochmal. Ich hab einen mit. Ich weiß nicht, warum ihr euren abgelegt habt. Die Item sparen, Platz. Aber bist du jetzt hier per Jump Run aufs Dach hoch, oder wie? Ja. Über die kaputten Balkone. Ah. Das bringt hier nix. Ja, okay. Wie soll ich doch weiter hoch hier? Ich spring gerade einfach nur vom Balkon zu Balkon wieder runter. Au, ich bin gerade das gesamte Haus runtergefallen. Ah, schlecht. Also, wir haben jetzt drei Schlüsselkarten noch. Moin.
Ah, hallo. Okay, cool. Auf diesen Rampen steht Exit. Dieser Eingang hier. Wir können die benutzen. Hala, kommst du mit hier? Ausgänge. Hala, kommst du mit ins Haus hier? Oder? Ich weiß nicht, wo ihr fucking seid. Hier. Hallo, ich stehe vor der Tür. Ach, da. Ich bin gerade runtergefallen. Deswegen muss ich auch wieder hoch. Ich habe noch einen Fahrstuhl geholt. Ja, ich komme. Die Gebäude haben übrigens Nummern. Ja, auch tolle Fahrstuhlmusik. Warte. Das Ding ist verschlossen. Wie kommt man denn da hin? Per Seilrutsche. Ja, und die Wohnung hier, die war die wichtige. Wo steht denn unser Raft? Main Memory Lane. Weil hier gibt's auf dem Balkon einen Jump'n'Run nach oben. Da ist aber nichts. Wie, hier ist nichts oben. Wo bist du jetzt gerade? Ich habe einen Roboter bekämpft und gehe jetzt zurück zum Raft, um mir eine Seilrutsche zu holen. Achso, ich dachte, du bist hier noch hier oben. Nein, ich bin runtergefallen. Tobi, wenn du schon mal dabei bist, kannst du da auch einfach gleich zu einem der Exits das Boot holen? Ja, kann ich machen. Danke. Ich muss erst mal rausfinden, auf welcher Seite das ist. Okay, also gehen wir jetzt alle mal wieder runter und dann zum Raft. Na, oder ihr erkundet erstmal weiter. Hier ist irgendwo in dem Gebäude ist eine Tür, die mit Klebeband versperrt ist, wo wir eine Machete brauchen. Ah ja. Ja, hat sich jemand verbarrikadiert? Wie viel Klebeband haben wir? Zwei. Oder? Brauchen drei. Ist hier wirklich nichts drin gewesen? Ein Klebeband. Ah, wow. Nein, wir brauchen das Klebeband, da drin, um den Strom abzustellen, oder? Dort unten in der Plantage, ja. Plantation. Ja. Okay, also hier, das, die Hausnummer 1 haben wir jetzt anscheinend. Nein! Mann. Ich hab den Jump wieder nicht geschafft. Ja, okay, ich auch nicht. Also sagen, Haus Nummer 1 haben wir jetzt durch, oder? Nee, da ist ja noch die Kiste und außerdem habe ich dann noch eine Pflanze gesehen, die ich gerne mal einsammeln würde. Noch sind wir nicht durch. Ich fahre nochmal hoch. Willst du mitkommen? Ja. Gut, dann warte ich noch kurz. Ich bin schon drin längst. Im Aufzug. Ich bin direkt hinter dir gelaufen. Dann weißt du auch, warum ich dich nicht gesehen habe. Nee, falscher Balkon. Falscher Balkon. Hier. Wow. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Und hier ist ein Vieh. Wir haben drei Klebeband, um das Ding zu stoppen. Jo. Unterirdische Kunden nochmal? Naja, Strom abstellen. Weiter, Hannah, ich laufe hinterher. Ey, der Strom, wer macht das so Licht hier? Schlimm. Ja, ist doch gut, dann können wir wenigstens was sehen. Doch, muss doch irgendwo ein Ding sein. Dann haben wir noch drei Klebeband, dann haben wir fünf Klebeband. Wir müssen irgendwo in den Ecken, müssen so irgendwo so offene Stromleitungen sein. Also Stromkästen-Dinger. War vielleicht da, wo ihr das eine Klebeband vorhin gefunden habt, noch eins? Hier schwimmen Planken rum. Ahnung. Ist auch interessant.
Ja, kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir. Wow. Und hier der Stromkasten schon gefixt. Ne, ja, der wäre auch für die Tür mit. Meint jetzt hier in dem Raum. Ist hier irgendwo was? Ich meine, hä? Wo kommt denn der ganze Strom her? Mit welchem Generator wird diese Energie produziert? Und warum ist es deshalb dunkel hier? Wenn es genug Energie für das hier gibt. Weil Kurzschluss mit Wasser, würde ich sagen. Hm. Ist eine Theorie, ja. Warte mal, kann ich mir vielleicht nochmal eine neue Lampe machen? Dann sehe ich auch mehr. Kann ich nicht, weil ich keine leere Batterie mehr dabei habe. Ich habe noch einen, ich hab einen Links gefunden. Au. Wo man den irgendwo zusammen machen kann. Hm, was? Au. Ja, es ist irgendwie ein neuer Raum oder so aufgegangen. Wo wir vorher noch nie, glaube ich, drin waren. Wo bist du? Wie, wo was war der letzte Punkt? Es gibt irgendwo einen Raum, der, wenn du von der also von außen reinkommst. Ja. Und dann, glaube ich, irgendwo rechts. Vor oder nach dem Jump'n'Run? So dazwischen irgendwo. Also während des Jump'n'Runs, oder wie? Ich komme mal wieder zurück. Ja. Zu dem Raum, wo wir, hier drüben, warte. Ah, da, hm. Und... Hallo, da hinten in der Ecke. Geht schon mal, meine Leben sind gerade nicht. Ich habe Heilsalbe dabei, wenn du willst. Ich auch. Meine Lebensleiste ist auch gerade ein bisschen am Arsch. Ich habe zu viel Strom geschnüffelt. Ja. Ah, okay, ja. Hier geht's weiter. Da steht Elevator. Ah. Und dann rechts hier drin ist noch was, was... Da ist so ein kaputtes Stromdingens. Ja. Noch. Du hast was da nicht. Also fehlt theoretisch noch ein Klebeband. Scheint so. Ja. Soll ich mal hoch in die Häuser gehen, um nach welchen zu suchen? Naja, oben ist ja eh nur Looten. Beziehungsweise solange du nicht. So speziell sind die Häuser jetzt auch nicht mehr. Die Tür hier ist durch. Ist aufgegangen, die linke. Die vorher nicht offen war. Ach so, also dann schließen wir immer. Ach, okay. Ja, stimmt. Okay, wir öffnen immer alle Türen hier, oder wie? Scheint so. Dann schließen wir die Stromkreise für die einzelnen Türen. Aber wir haben Erdbeeren gefunden. Hier ist der. Ja, wir brauchen noch ein Klebeband. Ja. Scheiße. Hat jemand eine Heilsalbe für mich? Ich sehe nur noch alles in Graustufen. Ja. Hier. Und wir haben Erdbeeren. Ja, Erdbeeren waren noch vorhin schon da. Die habe ich mal alle eingesammelt. Ja, okay, also dort hinten ist noch eine Bananenpalme, die nehme ich nochmal mit. Dann würde ich sagen, zurück und oben Klebeband suchen. Ne? Au. Jetzt müssen wir die restlichen Wohnungen im Haus suchen. Ja, es hat aufgehört. Es hat aufgehört, Leute. Endlich. Nicht mehr gegrillt werden, so gekocht werden. Alles ja auch... Hä? Warte mal. Der Sprenkler hat gerade die Blumen, die ich gepflanzt habe, bewässert. Automatisch. Obwohl die zu weit weg vom Sprenkler stehen eigentlich. Interessant. Wir haben zu viele Honigwaben. Dann, mehr Glas, dann verkrafte sie zu. Ja, sie sagt, wir brauchen mehr Glas. Elektrischer Reiniger. Ja, das ist das. Wir haben kein Glas, aber wir haben Sand. Immerhin haben wir Sand. Das ist hier für. Wie heißt das? Wasseraufbereitung. Ah. Damit haben wir dann automatisch einen Vorrat an Wasser. Ich brauche hier jemanden, der eine Machete hat. Pascal, bringst du mir eine mit? Bitte.
Ansonsten kann ich auch zurückkommen. Warte mal, Loading Bay. Ist das hier zum Floß oder was? Elevator? Ja, okay, nee, das hier ist ein neuer Bereich. Okay, können wir auch später machen. Also. Ja, kommst du runter? Ja. Wir haben kein Fleisch mehr in der Kiste. Die Kiste ist die Grills sind voll. Nicht mehr. Okay. Das hab ich nicht. Da liegen zwei Steak drauf, die... Ah, jetzt sind sie gegrillt, weil ich Planken draufgelegt habe. Loading Bay. Hanna, für dich, ich gehe zur Richtung Loading Bay. Okay. Tür auf. Bist du in den Elevator schon rein? Nee, da gucke ich dann gleich. Wollte ich erstmal den anderen folgen. Gut. Warte, wo geht's denn hier hin? Will ich das jetzt herausfinden? Nee. Fahren wir erstmal zur Elevator. Ja, haben wir Rohkost? Ja, wir haben Rohkost. Ah, Loading Bay ist das, wo das Raft geparkt ist. Okay, wir haben jetzt also eine direkte Verbindung zum Raft. Hier mit Loading Bay. Erster oder zweiter Elevator-Schacht? Wo bist du gerade drin? Noch nirgends. Okay, dann gehe ich jetzt in den ersten. Also erste links. Kunststoff. Okay, es ist reichlich egal, in welchen du gehst, weil es der gleiche Raum ist. Hm. Okay, -4. Oha, jetzt wird es interessant. 0? -4. Na, Glückwunsch. Wenn das mal nicht der Haupttower ist. Okay, nein, es ist eine versteckte Tür. Ich plädiere dafür, dass wir noch so einen Bio-Kraftstoffgenerator basteln. Ist wirklich, und die Motoren mehr benutzen. Ne? Warum? Das ist die Nummer 6. Wir haben zu viel Honig. Also die Tür zu. Die kriegen wir von außen nicht auf. Doch, wir haben doch genug Dinge. Naja, aber da stand ein Schild dran. Keycard Reader out of order. Achso, okay. Hier war eine Geburtstagsparty. Peng. Schade. Das macht nicht Peng, wenn ich drauf drücke. Das war, glaube ich, keine Privatwohnung. Hey. Nee, Blume rausgepickt. Die haben eine Bar. Und jede Menge Handelsmünzen. Eine Privatwohnung von irgendjemandem, der reich war. Ja, die waren irgendwie alle reich. Ah, Ratte. Da hat sich anscheinend auch irgendwie... Ich bin weitergegangen, ne? Zum Balkon. Ja, eine Etage über dir jetzt. Da ist eine Treppe dann hoch, wenn du rechts rumgehst. Ja, nee, ich wollte halt nur noch den Rest des, der Wohnung besuchen. Ist richtig so. Mein Inventar ist voll. Du bist der Einzige, der beim Raft ist, oder? Ja. Dann hör auf, dich zu beschweren. Okay, hier geht ein Kabel rüber. Okay. Gibt's unten bei dir auch noch mehr Abgänge? Nö. Okay, gut. Na, hier gibt's ein paar Dinge, wo du rüberspringen kannst. Da waren wir auch noch nicht drauf. Aber ich würde jetzt erstmal tatsächlich Richtung Haupttower gehen. So auch storytechnisch. Ja. Oh. Ich meine, darüber kann man noch springen. Also wir können halt in die Richtung rüber. So auf den Balkon sozusagen. Oder wir können nach dort unten dann von dem Balkon. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier hin, oder? Wohin? Das sieht vielversprechend aus. Hab ich die selber noch an? Ja. Müssen wir hier irgendwie... Danger of Death? Ah ja. Oh. Eine rattige Begrüßung. Das ist aber schön. Glückwunsch. Sehr erfreut. Mhm. Na komm, gib deinen Steak her. Danke.
Ein Klavier, können wir das mitnehmen? Ein Klavier kaufen. Geil. Ich will ein Klavier haben. Okay. Ich will Tobi Pianist werden. Also besser als das Treppenhaus ist mal offen. Immerhin. Besser als alles Holz zu verbrauchen, um irgendein Haus zu bauen. In dem ihr auch wohnt. Meine Güte, ist das hier ein Wummer. Das ist ein Partyhaus, hier gibt's Box. Och, Mann, können wir einfach hier wohnen? Holen uns doch ein paar Leute, dann macht's doch Spaß. Stell euch mal vor, wir hätten das in echt. Mann, wäre das cool. Ah, ich weiß nicht, ob ich das hier ausgehalten hätte. Sicher? Also ich meine, das ist ja schon ein großes Ding. Und ich meine, damit kannst du ja auch herumfahren. Solange es funktioniert. Ja. Hier oben ist noch eine große Bar. Eigentlich. Kannst du alle paar Monate kannst du irgendwo anhalten und neue Leute aufnehmen. Jo. Okay, wir brauchen hier irgendwo einen Exit. Wo geht's hier raus? Wo geht's weiter? Hier. Tobi, pass mal bitte auf, dass du auch die ganzen Münzen einsammelst, ne, du. Ach, du machst das schon super. Okay. Wenn du meinst. Wollen wir hier Samen gelagert? Für alles mögliche. Vor die Kiste vor der. Vor den Plantagen. Ja. Oh. Geh ja mal runter. Ich mach keine Bananensamen mehr rein. Dann mach Platz für Bananensamen. Wir werden sicherlich nicht mehr als ein Stack Palmsamen jemals haben. Ja. Aber gut, wie wir dann diesen Hauptturm hier erkunden, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.